Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Secret of Mana. Ja, in der letzten Folge haben wir die Mantis-Ameise besiegt. Und zwar sieht sie so aus. Und wir haben unser Dorf verlassen, weil wir verbannt worden sind. Wir kommen auch nicht wieder zurück. Der lässt uns hier nicht mehr rein. Der lässt uns hier nicht mehr rein. Und ja, jetzt müssen wir unseren Weg zum Wassertempel fortführen. Und ja, dann machen wir das auch mal, um zu erfahren, wie es weitergeht mit uns. So, hier sind Schilder. Wassertempel nach oben, Pothos, wo wir hergekommen sind, unser Heimatdorf nach rechts und Königreich Pandora nach Süden. So, und hier haben wir noch einen neuen Gegner. Ein Pilzkopf. Zack. Und noch ein Schlag und weg ist er. So, hier haben wir noch eine Tulpe. Ich weiß jetzt nicht, wie die genau heißen, aber das können wir eigentlich mal nachschauen. Wozu haben wir denn das Monster-Lexikon? Die heißen Sonnentau. Und die Pilze heißen Mykonid. Ja, das sind komische Namen. Früher haben sie noch ganz einfache Namen genannt gehabt. Da hießen die gelben, hasenähnlichen Viecher halt Pogobuschel. Oder die Pflanzen hier waren ganz normale Tulpen. Und die Pilzköpfe waren halt Pilzköpfe. So. Das ist weg. Zack. Und zack. Und weg. Und wir haben Stufe 3 erreicht. So, zwei Schilder wieder. Willkommen bei Raffi. Ja, bei dem könnten wir ja mal vorbeischauen. Der trägt den Namen nicht umsonst. Ich zeige ihn euch mal. Da. Das ist Raffi. Eine Katze. Ein reisender Händler sozusagen. Bei dem kann man wirklich alles kaufen. Und wenn er in so einem Haus hier ist, dann kann man sogar übernachten. Und auch speichern. Man kann halt nur speichern, wo man auch übernachtet. So, ich möchte etwas kaufen und wie ihr seht, haben wir hier schon einige Items mehr hier. Und die Preise sind aber ganz schön gesalzen. Zum Beispiel hier ein Bonbon, was man ganz normal im Dorf findet, für 10 Goldmünzen kostet hier schon 20. Oder wie zum Beispiel das Stirnband, was 50 im Dorf gekostet hat, kostet hier 100 Goldmünzen. Und hier der Engelskelch, der Wiederbelebungstrank sozusagen, kostet 300 anstatt 150 Goldmünzen. Also, ihr wisst jetzt Bescheid, warum der Raffi heißt. Weil ein kleiner gieriger Raffzahn ist. Und ein Geldgeiler. So, dann würde ich sagen, setzen wir unsere Reise fort. Zack. Und zack, weg ist der. Und weg ist der. Oder auch nicht. Jetzt aber. Keine Truhe. Schade, aber nicht so schlimm. So, ui, Soldaten. Und hier sind wir beim Wassertempel schon angekommen. Focused.
So. Ja. Der wird noch eine wichtige Rolle spielen in diesem Spiel. Er ist jetzt in den Hexenwald reingegangen, der hier ist. Wir können ja mal kurz durchgehen. Aber weit kommen wir nicht. Weil, wie die ja gesagt haben, brauchen wir eine Peitsche hier. Und die Peitsche haben wir noch nicht. Die kriegen wir erst später. Solange wir halt nichts haben, werden wir weiter unsere Reise fortsetzen, beziehungsweise zum Wassertempel raufgehen. Und da ist auch schon Gemma gewesen. Und ja, ich mache hier wieder einen Cut. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge von Secret of Mana. Bis dann, ciao.